soll das hier? Ich brauche mal Licht. Die Kohle ist aber auch hier in allem drinnen, ne? Also es ist... Gut, dass ich da noch eine von habe. So, was machen wir hier mit dem Sand? Den nehmen wir natürlich auch mit. So. Hier gibt es noch mehr Sand. Also, mehr Sand, keinen Meersand. Komme ich da überhaupt mal weiter? Ich weiß es nicht. Diesen Sandstein, den liebe ich ja. So ein Mist, wie viel Platz habe ich denn noch? Boah, ich habe noch ein bisschen Platz. Ah, jetzt bin ich hier auf so eine Sand- und Sandsteinader gestoßen. Oh, ich rieche gerade einen Frosch. Den möchte ich eigentlich mitnehmen, vor allem lässt er sich auch noch so leicht abbauen. Was ist denn das da? Rosengranit, Eisenerz. Auch Eisenerz. Ja, warte mal, müssen wir hier mal weiter basteln. Ich habe ja noch ein bisschen. Es ist fast alle. So. Ja. Ach, siehst du, bevor ich es ver... Oh! Mann, du! Bevor ich es vergesse, der Seed hier, ne? Habe ich ja bis jetzt nicht verraten, warum auch immer. Keine Ahnung. Sollte ich aber mal tun, weil irgendwann vergesse ich ihn nämlich selber. Der Seed hier. Für die Welt. Für die, die es interessiert. Was vermutlich niemand ist. Ist aber egal. Ich erzähle es jetzt trotzdem. Lautet Banana Joe. So. Wieso, weshalb, warum? Ja. Ich bin halt ein großer Bud Spencer und Terence Hill Fan. Bin quasi mit den Filmen aufgewachsen. 80ern. Keine Ahnung, das ist mir so spontan eingefallen und dachte, oh komm hier, nimmst du Banana Joe. Meine Herren. Jetzt das Eisen hin? Ist da oben noch mehr Eisen? Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Ich hatte das überlegt, vielleicht nächstes Jahr zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle oder zwei bärenstarke Typen oder was weiß ich, aber es war mir dann alles zu lang und dann dachte ich, ja komm, das ist so Banana Joe, das ist eh mein Lieblingsfilm. Das ist der allererste, war, den ich gesehen habe. Da hat man halt so eine schöne Kindheitserinnerung. Habe ich irgendwann mit 7 Jahren oder so gesehen. Halt um die Weihnachtszeit rum mit meinem Vater zusammen.
Das sind halt so Sachen, an die erinnert man sich gerne. Und ich weiß nicht, ich habe die mittlerweile. Also, boah. Keine Ahnung. 50 Mal schon gesehen, bestimmt. Also, ich habe die alle auf. Ich habe alle Filme von denen. Auf DVD. Zumindest alle Filme, wo sie zusammengespielt haben, Bud Spencer und Terence Hill. Banana Joe habe ich nicht mal auf DVD, komischerweise. Aber den habe ich auch so oft gesehen. Ich meine, die kommen ja jedes Jahr zu Weihnachten, immer noch. Nach über 30 Jahren immer noch. Weil die immer wieder lustig sind und absolut zeitlos, diese Filme. Es ist einfach. Weiß ich nicht. Heutzutage ist ja nur Mord und Totschlag. Und die Filme sind wie. Kann man gar nicht. Kannst du auf jeden Fall ab 6 Jahren kannst du die gucken, weil die sind. Einfach nur Klamauk. Gewaltfrei kann man auch nicht sagen, aber es ist eine harmlose Gewalt. Die kloppen sich halt, aber es passiert nie irgendwas. Ja, da stirbt keiner oder so in den Filmen. Und man kann es auch nicht sagen, dass er irgendwie gewaltverherrlichend oder so ist. Weil es ist so gemacht, dass man ja. Oh. Shit. Ich habe kein Holz mit. Ach Gott. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Oh oh. Scheiße. Ja. Jedenfalls. Ne? Was wollte ich jetzt sagen? Ey, Kacke, wie komme ich jetzt hier zurück? Oh nein, Mann, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Ach du heiliges Lieschen. Ich kann mir keine. Ach du Schande, ey. Ich hab mir die Todesfalle gebaut. Oh Mann. Ich muss mich jetzt mit den Händen durch den Sand nach oben buddeln. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich glaube, das nehme ich mal nicht mit in die Aufnahme. Da werde ich einen Cut machen. Das würde ich keinem zumuten. Das kann sich ja nur um Stunden handeln. Ach du heiliges Lieschen. Ich bin so blöd. Oh Mann, ey. Zumindest für eine Werkzeugkiste hätte ich mir 4 Holz mitnehmen können. Aus dem Zeug hier kann man sowas nicht machen. Ey. Es ist. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben. Es wäre schön. Hier aus Kreide vielleicht. Ne, nix da. Tja, dumm gelaufen. Na jedenfalls, die hauen sich da ja immer gegenseitig die Rübe ein, aber halt auf so wie in den Comics, ich meine in so Cartoons, da ist ja auch immer was weiß ich, da ist ja eigentlich auch, dass die irgendwo runterfallen oder sich irgendwie gegenseitig was antun, Tom und Jerry oder was weiß ich. Ist auch egal, ne? Und da passiert halt auch nie was, so. Also, schon unrealistisch, ne? Also ich meine, bei Bud Spencer, gut, da werden immer die Zähnchen rausgehauen oder so, aber immer irgendwie auf eine lustige Art und Weise mit den Sounds da hier im Hintergrund und so, das ist, also zum Lachen einfach. Wenn man auf diese Art von Humor steht, wenn man damit aufgewachsen ist, steht man halt da drauf. Und
Und auch die Bösewichte sind ja auch immer die gleichen, ne? Da spielen immer die gleichen Bösewichte mit. Muss man darauf achten, ne? Das ist schon immer lustig. Ja, ich komme nicht auf den Namen von dem einen Typen, der ist auch sehr bekannt. Der verliert immer die Zähne, der kriegt immer die Zähne rausgehauen. Die Grinsebacke. Bei Banana Joe zum Beispiel im Kloster, in der Kirche, wo die Nonne denkt, der Rosenkranz ist aufgegangen. Bekloppte Sachen einfach. Ja. Wollte ich nur mal erzählt haben. Oh, mein Herr, Ihr Rosenkranz ist aufgegangen. Hier haben Sie einen neuen. Oh, danke. Kann kaum noch reden und so. Naja. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Also, liebe Freunde, für die, die sich das angucken, ich werde das jetzt hier wegschneiden. Gleich irgendwann ist hier so ein Cut. Gott. Nein! Wenn wenigstens jetzt weiter Kies gewesen wäre, aber nein, es ist kein Kies, es geht weiter mit normalem Stein und Erde. Oh Gott. Warum nur? Warum? Ach ja. Oh Mann, mir fällt gerade ein, ich Depp. Okay, wir kommen hier doch wieder schneller raus. Ich muss es doch nicht schneiden. Wo ist das Loch? Ich baue mich jetzt einfach wieder hier hoch, meine Herren. Nur womit? Mit meinem Sandstein, mit meinem Sand natürlich. Mit Sand baue ich mich da jetzt hoch. Dann kann ich den wieder ganz schnell abbauen. So. Ich nehme einmal einen Sandfahrstuhl. Und sind ganz schnell wieder oben. Ich habe mir schon in die Hosen gemacht, dass ich hier gar nicht mehr rauskomme. Aber zum Glück gibt es da doch noch eine Möglichkeit. Ging ja dann doch wieder recht schnell. Ich habe mir hier schon sonst was ausgemalt. So, wir haben ja noch ein bisschen Eisen. Jetzt mache ich mir hier noch zwei Spitzhacken. Eine Schaufel. Dann ist das Eisen schon mal alle. Und wir gehen wieder nach unten. Und die Truhe hier nehme ich mit. Diesmal. Und ich packe mal eben hier den Sand und so hier draußen rein. Obwohl, aus dem Sand könnte ich ja schon mal, den könnte ich ja schon mal einschmelzen. Da kann ich ja schon mal ein bisschen. Hä? Achso, das ist Sandstein. Ich sollte dann auch Sand nehmen. Hier. So, machst du mal schön Glas und dann haben wir das. So. Sandstein hier rein. Kreide. Eisenerz behalte ich mal. Granit, Kies. So, dann werde ich mal hier wieder sortieren. Und ich hoffe, der hat den Marble aufeinander gesteckt. Ja, ich glaube schon. Was? Was? Fertig. Sortieren sollst du. Ich konnte doch hier auch irgendwie sortieren. Wie war der? Wie war? Was haben wir denn hier? Stechzirkel? Was soll ich denn damit?
Egal. Hier habe ich ja noch mehr Keys. Warte mal kurz. Zack. So, Feuerstein tue ich da auch mal rein. Salpeter? Ich dachte, wäre Salz gewesen. Komm, hau ich erstmal alles hier rein. Eisenhacke brauche ich jetzt auch nicht. Sticks, ja. Ich brauchte, Huch. Fackeln können wir ruhig nochmal machen. So. Holz nehme ich mir. Okay. Holz nehme ich mir jetzt doch auch nochmal mit. Eichenholz. Birkenholz, Fichtenholz, ist mir egal. Ich nehme das Birkenholz einfach mit. Ich weiß, falls ich es brauche, ich weiß es noch nicht. Aber sicher ist sicher, ne? So. Klar brauche ich es. Natürlich brauche ich es. Ich hab ja meine Sticks jetzt alle aufgebraucht. Wenn ich wieder, ja. Stepp. So. Na toll. Was mache ich denn hier nur? So. Runter da. Nimm mal runter da. Hallo? Also manchmal frage ich mich, was das soll. Mit dem Sandfahrstuhl wieder nach unten. Irgendwo hier gab es auch Eisen. Ist die Frage, wo das jetzt war. Da! Da war das Eisen. Dann mache ich doch hier nochmal einen kurzen Halt. Oh. Ich würde sagen, das ist auch ein sehr kurzer Halt. Hier ist sonst nichts weiter. Ne? Okay. Ich wollte es nur noch mal zwischenchecken. So, jetzt sind wir wieder unten. Warum bin ich jetzt nochmal gleich hier runter? Ach ja, stimmt. Ich war hier noch nicht fertig. Ich mache mein eigenes Höhlenlabyrinth. Wie wir gerade feststellen. Wenn ich keine Höhle finde, baue ich mir halt eine. So, Kohle ist ja hier on the mass. On mass. Also wirklich viel. Doch. Kann man nicht anders sagen. Huch. So viel brauche ich gar nicht. Ja. Gut. Sandstein wollte ich mir noch holen, ne? Und natürlich, auch da oben gibt es auch noch Eisen und Kohle. Hör mal. Dann muss ich mal eben dahin.
Mache ich eine Sekunde mal eben.